Sehr geehrte Frau Stadtverordnete, liebe Damen und Herren, auf Ihren Tischen finden Sie eine Vorlage, einen Antrag zur Fallverhinderung will er nutzen. Ich beantrage hiermit den Antrag heute noch zu verhandeln. Und zwar wurde heute früh die Villa Mühl geräumt. Und seit Samstag, dem 3. Juni 2017, hat eine Gruppe von Menschen die ehemalige Villa Mühl in der Mönchebergstraße 40 bis 42 besetzt. Mit der Aktion soll der Aufbau eines sozialen Zentrums in Kassel beginnen, der selbstorganisierten und solidarischen Strukturen in der Stadt zur Verfügung steht. Gruppeninitiativen und Einzelpersonen können sich mit den Mitgliedern einbringen und diesen Ort nach ihren Bedürfnissen gestalten. So war die Idee. Und dies funktioniert auch 16 Tage lang sehr gut. Es hatten Konzerte statt, Vorträge, Grillabende und Pläne, an denen sich jeder beteiligen wollte, der konnte, der wollte. Und der Villa wurde wieder Leben eingehaucht. Die Villa Ruhl stand über viele, viele Jahre leer, fast unklar wie lange. Und jetzt, ab heute, steht sie wieder leer und verfällt. Und dieses Haus wurde nicht ohne Grund besetzt, denn in den letzten Jahren mussten wir dabei zusehen, wie viele selbstorganisierte Räume in Kassel verschwanden. Ich nenne jetzt nur das Karoschi, die Kulturfabrik Salzmann oder das Haus in der Mombachstraße. Diese sozialen Räume sind mehr als ein Treffpunkt einer bestimmten Szene. Sie bieten Raum zur persönlichen Entfaltung, politisch, kulturell und auch sozial. Sie sind offen für alle. Sie bieten einen unabhängigen und nicht kommerziellen Ort der Zusammenkunft für Kultur, Kunst und Politik. Und darüber hinaus sind sie unerlässlich für die persönliche Entfaltung. Letzten Samstag fand außerdem eine Demonstration in der Stadt statt, in der ungefähr 250 Menschen teilgenommen haben, die sich mit der Villa und der Besetzung solidarisiert haben. Wenn man mal auf die Homepage von unserer Villa guckt, konnte man sehen, dass zum Beispiel die GEB, der Kasseler Jugendring, die Juso-Hochschulgruppe, wie auch das Fachgebiet Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt soziale Arbeit und außerschulische Bildung der Uni Kassel sich mit dem Projekt solidarisiert haben. Dies macht deutlich, dass die Raumnot in der Stadt Kassel gerade für freie Projekte sehr dringend ist und viele Leute dieses unterstützen. Auch in der Stadt Auftrag gegebene Studie zur Bewertung der Kulturlandschaft wurde herausgearbeitet, dass freie Räume Mangelware sind in der Stadt. Selbst im Kinder- und Jugendforum letztes Jahr wurde festgestellt, dass Proberäume für Jugendliche und Konzertauftrittsmöglichkeiten fehlen. Und gerade auch nochmal mit dem Blick auf eine mögliche Bewerbung zur Kulturhauptstadt ist die Räumung des Projekts nicht sinnvoll. Und man sollte ein sozialkulturelles Zentrum in der Stadt aufbauen. Ich denke, das ist ein falsches Signal. Dokumentarinstitut ja, freie Kultur nein, ich denke, das ist nicht richtig. In dieser Stadt ist Platz für alle da. Deswegen bitte ich euch, meinen Antrag oder den Antrag der Kasseler Linken, den heute noch auf die Tagesordnung zu nehmen.